Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Wochenende Liebesorakel von 1. bis 3. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Wir schauen an, wie stehen die Sterne am Wochenende und wie wirkt es auf unseren Gefühlen, wie wirkt es auf unserem Liebesleben. Die Berechnung ist nach indischen Astrologie. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, anderes ist als im westlichen Horoskop. Die indischen Astrologen berechnen sehr präzise die Horoskopen. Ihr könnt es auch vergleichen, so wie die Astronomen das auch berechnen. Freitag. Freitag befindet sich Sonne in Tierkreiszeichen Steinbock. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen an. Ich setze Sonne zum Tierkreiszeichen Steinbock. Und das bedeutet nicht nur jetzt für Wochenende, sondern das sind die Monatsthemen, Ziele setzen, das nicht aufgeben. Egal wie steinig dieser Weg erscheint, wir brauchen gerade Geduld, Ausdauer, unsere Ziele zum Erreichen. Die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Das bedeutet, wir haben gerade die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen, nicht nur finanziell, beruflich, sondern auch in Liebe, Partnerschaft. Mond ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Mond befindet sich am Freitag in Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement und das zeigt eine gewisse Begeisterung, Aktivitäten. Wir haben gerade einen dunklen Mond und das heißt, vielen Themen, was wir uns beschäftigt, sollen wir auch die Schattenseite auch anschauen oder die Hindernisse oder unsere Ängste oder Zweifel. Bedeutet auch, dass bei wichtigen Entscheidungen ist auch besser eine gewisse Rückzug und Nachdenklichkeit und all das, was vielleicht eine Gefahr sein kann oder die Einflüsse von außen, alles was so im Verborgenen liegt, auch mal beleuchten, anschauen. Freitag befindet sich die Mond in einem Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Mula und löst etwas aus in unseren Gefühlen. Die Bedürfnis, Dinge auf den Grund zu gehen. Etwas untersuchen und die Ursache erkunden. Warum ist es so? Oder warum habe ich das bekommen, wenn das zum Beispiel um Krankheiten geht? Diese Mondenergie in diesem Mondhaus bedeutet auch, wie wichtig das ist, eine Wurzel zu haben, was uns Sicherheit, Stabilität und Halt gibt. Merkur ist der Planet, was vieles in Bewegung setzt, weil Merkur handelt und Merkur handelt auch schnell. Merkur steht auch für Kommunikation. Merkur befindet sich auch im Steinbock. Und das
bedeutet bei dieser Merkur-Energie sehr überlegend sein, wenn wir etwas sagen. Nicht allzu schnell etwas ausplaudern, sondern langsam überlegend, wie formuliere ich das, wie sage ich das, und das ernst zu nehmen. Das kann auch bedeuten, dass ein ernsthaftes Gespräch erwartet uns. Bei diesem Steinbock-Merkur ist nicht ganz einfach auf die Leichtigkeit kommen und leicht über Gefühle zu sprechen. Steinbock kann eine gewisse Strenge zeigen, aber auch Ernsthaftigkeit. Also wenn man etwas sagt, das soll Hand und Fuß haben. Venus ist die Liebesplanet und auch das Weibliche. Das Weibliche und symbolisiert uns Frauen. Venus befindet sich im Schütze, gar nicht so weit von Mond entfernt. Im selben Mondhaus wie Mond, genauso könnte ich auch beschreiben, Dinge auf den Grund zu gehen, die Ursache erkennen. Und brauchen wir die Wurzel, die Sicherheit, Stabilität und Halt. Und dieses Bedürfnis haben wir durch den Mondeinfluss alle. Aber weil Venus auch hier befindet, besonders wir Frauen verspüren das. Mars setzt alles in Bewegung und erkämpft etwas. Also Mars-Energie kann auch sehr kämpferisch sein. Mars bedeutet auch die männliche Energie, also die Männer symbolisiert dieser Mars. Mars befindet sich in den Tierkreiszeichen Fischen. Natürlich mit dieser Fischenenergie, was zum Wasserelement gehört. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Es ist nicht ganz einfach, gerade uns durchsetzen. Wie wirkt das auf die männlichen Personen? Sie nehmen ihre Gefühle sehr intensiv wahr. Dieser Mondhaus, wo gerade die Mars bewegt, heißt Revati und bedeutet Dinge zum Ende bringen, vollenden, zum einen krönenden Abschluss kommen. Und die Männer haben gerade dieses Bedürfnis nach Gefühl handeln und etwas zu Ende bringen. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter zeigt auch unsere Größe, vertritt auch die Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen auf Ungerechtigkeiten. Jupiter befindet sich in den Tierkreiszeichen Skorpion. Und bei diesem Skorpion Energie, wo Jupiter wirkt und vergrößert, geht es gar nicht darum, nach außen gehen und da etwas vermehren, vergrößern, sondern das ist mehr nach innen. Skorpion gehört auch zum Wasserelement. Also handelt sich um unsere Gefühle und das durch diese Jupiter-Energie vergrößert das alles. Also wir nehmen sehr intensiv unseren Gefühlen wahr, auch die Tiefe, wie Ängste. Und Jupiter hier bei Skorpion aktiviert in uns etwas, diesen Gefühlen transformieren, Ängste loslassen, auch Schuldgefühl oder Zweifel und eine andere Form von Energie übergehen und das vergrößern. Das ist die Liebe, das ist die Hingabe und Dankbarkeit, all diese schönen Gefühle
intensivieren und das auch leben, weil das macht uns gerade groß. Und weil hier auch um die Gerechtigkeit, aber auch um die Ungerechtigkeiten auch handelt, also Jupiter zeigt mit dieser, schau genau hin, nicht nur oberflächlich betrachten, sondern auch die Gründe, schau mal in die Tiefe oder schau mal in die Geheimnisse, was passiert hinter den geheimen Türen, welche Gesprächen handelt, welche Ungerechtigkeiten erleben wir gerade, da auch mal die Augen öffnen. All das, was so unter dem Teppich gekehrt ist oder versucht man das zu vertuschen, da öffnet Jupiter gerade die Augen. Saturn beeinflusst unser Schicksal. Saturn belehrt uns auch. Befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Also die Schütze zeigt uns etwas Wichtiges und durch diese Saturn-Energie ist da eine Art Lernaufgabe gerade. Die Tierkreiszeichen Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und energetisch gerade in diesem Bereich sind unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Und Saturn belehrt uns, das auch mal ernst zu nehmen. Dann haben wir mal Orientierung. Und wenn wir das als Ziele setzen, dann bestimmen wir die Richtung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist im Widder, löst natürlich aus bei vielen Menschen, besonders bei Wiedergeborenen, einen Neuanfang. Oder dort, wo in eurem Horoskop die Tierkreiszeichen Widder befindet, da könnt ihr damit rechnen, dass da Veränderung, ein Neuanfang kommt. Neptun zeigt unsere Fantasie, unsere Träume, die Traumbilder auch. Das ist der Planet für Künstler und lässt uns inspirieren, aber wirkt auch so manchmal, dass jemand erzählt uns etwas, das klingt wunderschön, richtig märchenhaft, entspricht aber nicht die Wahrheit. Und das kann zum Täuschungen und zum Enttäuschungen auch führen. Deswegen muss da genau hinhören, was verbergt sich in diesem Bild. Entspricht es wirklich die Wahrheit oder ist das überhaupt glaubwürdig? Da immer nachzudenken bei Neptun-Energie. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Wenn das wirklich unsere Träume geht, dann diese Wassermann-Energie hilft uns dabei, unsere Ideen zu verwirklichen. Und Pluto ist ein wunderbarer Planet, weil er zeigt unsere inneren Kraft und auch wie wichtig das ist, alles loslassen, verabschieden von allem trennen, was Kraft, Energie und Zeit raubt. Und so beherrschen wir unseren Alltag, so beherrschen wir unserem Leben und unseren Gefühlen, Gedanken, immer im Kern der Dinge bleiben, was uns sehr wichtig ist. Und das gibt uns auch diesen Überlebensinstinkt oder Kraft, ich würde eher als Kraft nennen. Und Pluto befindet sich auch im Schütze. Das wirkt natürlich eher auf die Schützengeborenen. Also so ist mal die wochenende Energie, weil das bleibt ganzen Wochenenden so. Der Einzige, was hier ändert, das ist die Mondbewegung, weil Mond bewegt sich relativ schnell. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Wie ist die Verbindung noch am Freitag? Merkur steht mit Saturn in eine schöne Verbindung und das würde bedeuten am Freitag wichtigen Gespräche, klärenden Gespräche oder etwas mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Aber bei Sprache sollen wir darauf achten, dass wir das wirklich auf den Punkt bringen und nicht, also keine Schwätzereien
oder auch nicht viel Frage stellen, gerade wenn es um die Liebe, Partnerschaft geht. Wenn man bohrt und bohrt, das wollen die Männer nicht hören. Also wirklich auf dem Wesentlichen konzentrieren, die Worte ganz genau überlegen und das genau beschreiben, genau auf den Punkt bringen, dann hilft das auch, diese Art von Kommunikation. Merkur steht zum Neptun auch in einer schönen Verbindung. Wenn jemand gerade ein Buch veröffentlichen möchte, dann ist das wunderbar, weil findet auch diese Inspiration, die richtigen Worte, auch richtig märchenhaft das schön beschreiben. Aber wie ich schon sagte, kann auch passieren, dass jemand erzählt etwas und dann müssen wir wirklich nüchtern bleiben und überlegen, entspricht das wirklich die Wahrheit oder was erzählt der andere? Das klingt so komisch. Dann sollen wir auch unserem Bauchgefühl hören. Mars und Pluto steht in einer Spannung und diese Spannung verspüren die Männer. Und nicht nur jetzt Freitag, sondern ganzen Wochenende ist diese Spannung da. Und das bedeutet, dass sie ihre Gefühle intensiver spüren, kommen aus dem Gleichgewicht, verlieren ein gewisses Maß die Ruhe, weil sie fühlen jetzt Kraft. Los. Sie wollen aber etwas auf dem Ende bringen, motiviert etwas zum krönenden Abschluss bringen, aber fehlt die Kraft, fehlt die Energie. Das führt dazu, dass die Männer etwas gereizt sind. Und wir Frauen sollen darauf achten, dass sie genügend Ruhe haben momentan. Samstag bleibt alles, der einzige, was sich ändert, das ist die Mondenergie, immer noch im Schütze, aber Mond befindet sich in einem anderen Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Purvashada und das beschreibt und diese Energie vermittelt Mond für unseren Tag am Samstag. Unerfüllte Wünsche können uns frustrieren. Kann sogar bedeuten, dass unerfüllten Wünsche die Ursache sind zum Erkrankungen. Nochmal überlegen, was wünschen wir, was möchten wir erreichen, das als Ziel setzen, das nicht aufgeben. Sonntag ändert sich die Mondposition, weil Mond übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Es nähert sich zu Neumond. Sonne und Mond, die beiden Lichter, sie befinden sich in der Tierkreiszeichen Steinbock und wirken sehr intensiv auf Sonntag. Dann kommen noch die anderen Einflüsse von Planeten auch noch dazu. Worauf sollen wir achten? Die Steinbock-Energie vermitteln die Ernsthaftigkeit. Wenn jemand etwas sagt, oder der Partner etwas sagt, dann meint das auch so. Und gerade bei dieser Spannung, was Mars und Pluto auslöst, bei den Männern gerade, diese Kraftlosigkeit, ich könnte fast sagen, sie fühlen sich momentan wie ausgeliefert und beschäftigen sich sehr intensiv mit ihren Gefühlen, reicht ein falsches Wort. Und sie neigen dazu, dass dann die Kragen platzen. Und mit dieser Pluto-Energie und mit diesem Mondhaus, was heißt etwas zum Ende bringen, kann sogar zu einer Trennung führen. Und deswegen brauchen wir die Diplomatie, die Verständnis und auch die Einfühlsamkeit. Diese Mars und Pluto Verbindung, was hier eine Spannung zeigt und das, was die Männer auch spüren, erstens diese Kraftlosigkeit, dann die Bedürfnis, etwas zu beenden, weil das beschäftigt die, aber löst aus eine gewisse Spannung in die Sexualität, weil Pluto herrscht auch im Bereich Sexualität. Also nur zum Verstehen, was so energetisch da wirkt im Hintergrund und somit können wir die Gespräche, unseren Handlungen, unserem Verhalten dann so ändern, dass das passend ist.
Und das war die Wochenende Liebesorakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jeden da, das ist nicht für jeden geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.